Ein Siedelei der Fatima Muttergottes. Wir begrüßen Sie in der Ermitage des Muttergottes von Fatima. Im Jahr 1580 erteilte Philipp II. Al-Madain die Genehmigung, im Stadtzentrum eine Kapelle zu errichten, die Santa Anna gewidmet war. Santa Anna war die Schutzpatronin der Stadt. Im 18. Jahrhundert wurde sie umgestaltet und erhielt den Namen Santissimo Cristo della Fuensanta, den sie nach der volkstümlichen Tradition des Ortes aufgrund der Existenz eines Felsens in Form des Kopfes Christi neben einem nahegelegenen Brunnen erhielt. Sie wurde im Oktober 1784 in Anwesenheit des Superintendenten José Agustín Castaño eingeweiht. Es steht derzeit unter der Schirmherrschaft von Nuestra Señora de Fátima. Im Laufe seiner Geschichte hat er unzählige Verwandlungen durchgemacht, bevor er sein heutiges Aussehen annahm. Seine Architektur hat den Grundriss eines griechischen Kreuzes mit zwei kleinen Seitenkapellen. Die zentrale Backsteinfassade sticht hervor, gekrönt von einem dreieckigen Giebel und einem Glockenturm. Dieser Ort ist ein Zentrum der Verehrung und ein regelmäßiger Wallfahrtsort für die Einwohner von Al-Madain, besonders am 13. Mai, dem Tag der Muttergottes von Fatima. Nun verlassen wir diesen Ort, aber Sie können weiterhin mehr Geschichten über Al-Madain erfahren, wenn Sie zum nächsten Punkt von Interesse weitergehen.